Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The -Craft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Redstone World und der Vorstellung der fertigen U-Bahn. Meine Damen und Herren, das ist sie, die echte U-Bahn in Vanilla Minecraft. An alle neuen Zuschauer, wir verwenden hier keine Mods. Alles, was ihr hier seht und auch wenn es cool und verrückt ist, ist Vanilla Minecraft, also nichts Manipuliertes. Wir nutzen alles, was uns Minecraft bietet. Natürlich nutzen wir auch Command-Blöcke und natürlich nutzen wir Structure-Blöcke, denn diese gibt es ja im Creative mit einem Befehl zu bekommen. Aber wir installieren keine Mods, wir installieren keine Plugins und wir befinden uns in einem Projekt, bei dem es darum geht, ein Haus in Minecraft zu bauen. Ein gigantisch großes Haus, das größtenteils nur mit Redstone läuft und alles, was halt nicht mit Redstone machbar ist, wie zum Beispiel dieser coole Anzeigetitel, den wir gerade sehen mit nächste Abfahrt in 10 Sekunden, das wird mit Commandblöcken gelöst. So, und da wir nun diesen Titel auch endlich hier haben müssen wir die U-Bahn fährt in 3 Sekunden ab. Wir sehen, der Wagen ist schon angekommen. Achtung, nächste Abfahrt startet. Bitte warten, heißt es hier, und die U-Bahn rollt los. Wir befinden uns auf Linie U1. Und steuern nun die erste Endstation an. Das Konzept der U-Bahn ist in dieser Welt dafür natürlich da, um sich vorzubewegen. Aber wir haben verschiedene Bahnen. Es gibt einmal die U-Bahn und es gibt noch eine andere Bahn, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und Leute, die wird richtig krass. Denn es ist eine Maglev-Hoverboard-Bahn. Nuschel, 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 ich weiß das Wort gerade. Es ist eine Maglev-Bahn, also eine Magnetschwebebahn. So, aber das ist auf jeden Fall die U-Bahn. Das Problemchen vom letzten Part konnte gelöst werden. Im letzten Part haben wir überlegt, wie kriegen wir es hin, dass hier die Zeit auch steht. Nun, ihr seht, der Trick, den ich nutze, ist, die Zeit steht dann nur immer alle 20 Sekunden. Das heißt, immer, wenn die Zeit, die es dauert, bis der Zug abfährt, kleiner als 20 Sekunden ist oder kleiner als 21 Sekunden ist, um es mal hier ne, äh, penibel richtig zu machen, dann wird das hier angezeigt. Ansonsten wird auf diesem Display hier nur angezeigt, welche U-Bahn-Linie es ist. Es gibt ja später mehrere U-Bahn-Linien in dieser Welt und das ist die U-Bahn-Linie U1, die ist auch schon fertig gebaut und wir können ja mal gucken, welche Stationen es gibt. Es gibt hier einmal die Station. Hotel/Park. Dann gibt es den großen Hauptbahnhof im Haupteingang und ihr seht, diese Hologramme schalten sich aus, sobald ich weggehe. Sobald ich mich den Hologrammen näher, schalten sie sich an und die U-Bahn schaltet sich by the way auch aus, wenn ich sie nicht nutze. Das heißt, jetzt fährt die U-Bahn noch weiter, aber nach einer Zeit würde sie sich dann abschalten. So, die nächste Station ist dann Haupthaus. Die U-Bahn ist natürlich eine ideale Möglichkeit für Gäste das Haupthaus zu erreichen. Das hier ist die Haupthausstation. Wir sehen, hier ist der Zug diesmal in der Mitte. Auch das ist möglich. Und wir können ja mal bei diesem Zug hier mitfahren und gucken, wohin uns die letzte Station bringt. Wir sehen, der Tunnel ist hier noch gar nicht gebaut. Man erkennt aber das Geheimnis, wie es funktioniert. Unten fährt ein U-Bahn-Wagen, der mit dem U-Bahn-Wagen drüber verbunden ist. Dafür gibt es natürlich einen Grund, warum ich das gemacht habe. Das ist natürlich ein bisschen Kriegserei. Aber an die anderen Zuschauer, die jetzt sagen, hä, wo ist ein Redstone? Ihr seht, hier ist überall Redstone drin. Wir arbeiten quasi hier Hand in Hand mit Command-Block und Redstone. Ein Command-Block setzt zum Beispiel hier einen Redstone-Block hin. Da. Der startet diese Technik und diese Technik sorgt dann dafür, dass der U-Bahn-Wagen hier abfährt. Und das hat einfach folgenden Grund: dieses mam prinzip also mein karmostent mein Kart. oh, jetzt wurden gerade irgendwelche Sachen gefarmt, hat den Vorteil, dass der U-Bahn-Wagen nicht aufhaltbar ist. Das heißt, wenn ich hier oben mich auf die Schienen stelle oder sogar ein Block hier auf die Schienen baue, dann interessiert das den U-Bahn-Wagen nicht. Der kommt nämlich und sagt sich, I don't care, und fährt einfach durch. Also, das ist eine wunderschöne Sache. So, das ist die U-Bahn. Wie funktioniert das Ganze mit den Hologrammen? Ich habe einfach alle Hologramme abgetippt, die wir haben. Das war die einfachste Möglichkeit. Das hier ist der Serverraum. Diese command steuern die U-Bahn. Die sorgen also dafür, dass die U-Bahn ähm, angezeigt wird. Aber wir sehen, es gibt hier neue, also dass die U-Bahn läuft und dass die, dass die äh, Dinger angezeigt werden. Oh Gott, wie Hologramme, so heißen die. Genau. Und es gibt einen neuen Abschnitt, den ich jetzt mal S-Bahn taufe. Dieser Abschnitt bemüht sich dann zur Verwaltung der S-Bahn. Und das ist die neue Funktion, meine Damen und Herren. Das ist die S-Bahn. So sieht die S-Bahn aus. Das hier ist ja Konzept. Das ist ja U-Bahn. Das solltet ihr vielleicht wiedererkennen. Das ist unsere U-Bahn, die wir schon in der Welt drin haben. Bei der U-Bahn ist es so, dass wir einen geschlossenen Kreis haben. Und auch besonders bei der U-Bahn ist, dass alle U-Bahn-Stationen gleichzeitig abfahren. Das heißt, wenn ich mich jetzt einer U-Bahn-Station nähere, und by the way, ich habe auch das Tor endlich angeschlossen, dass es sich von alleine öffnet, wenn ich mich dem Tor nähere. Ui, das sieht cool aus. Dann geht man jetzt hier rein. Und das ist jetzt der Bahnhof, und wir sind hier die U-Bahn. Sobald ich mich nun der U-Bahn nähe, schaltet sie sich an. Hier steht dann bitte warten, und jetzt schaltet sie sich ein, die U-Bahn. Die, die lief sogar noch, die U-Bahn. Und es fahren alle U-Bahnen gleichzeitig ab. Das heißt, sobald dieser Time auf Null gegangen ist, starten alle Züge gleichzeitig. So. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob man eventuell ein System bauen muss, damit sich die Züge reparieren. Brauchen wir aber gar nicht. Die Züge reparieren sich von alleine. Was das bedeutet, werde ich euch gleich nochmal kurz zeigen. So, kommen wir nun zur S-Bahn. Die S-Bahn ist ein anderes System. Bei der S-Bahn ist es so, dass der Zug permanent am Gleis steht. So, und es gibt einen Kolonnenzug bei der S-Bahn. Die S-Bahn soll halt mehrere Spieler transportieren und die S-Bahn, im Gegensatz zur U-Bahn, legt eine größere Strecke zurück. Fährt aber auch nur, solange Spieler in der S-Bahn drin sind. Sobald keine Spieler in der S-Bahn drin sind, wird die S-Bahn von alleine verschwinden und wird nicht fahren. Der Vorteil ist dafür, wir haben einen sogenannten Spawn-Junk-Bereich. Der beginnt von diesem Eck bis in dieses Eck. Das heißt, innerhalb dieses Bereiches können Züge fahren. Auch wenn ich zum Beispiel in der Hölle bin oder gar nicht in der Welt bin, fahren die Züge weiter. Alles, was außerhalb des Bereiches liegt, fährt nicht. Und es äh, gibt einige Schlaumeier von euch, die jetzt sagen: Ja, nutzt doch Force Load. Funktioniert nicht. Force Load ist leider nicht in der Lage, äh, Entitäten zu bewegen. So, das war jetzt an die Experten von euch. Ähm, also, es bedeutet, außerhalb dieses Bereiches äh, können Züge nur dann fahren, wenn ein Spieler sich in der Nähe befindet. Und für diesen Bereich ist die S-Bahn gedacht. Die S-Bahn fährt nämlich, wie ihr seht, gerade nicht. Die fährt nur dann, wenn ein Spieler drin steht. Und die fährt, äh, sitzt, wenn ein Spieler sich reinsetzt. Dann fährt die S-Bahn los und die fährt auch nur. Ähm, Solange ein Spieler drin ist. Das heißt, wenn jetzt die S-Bahn in einen anderen Bahnhof einfährt, dann wird der Zug, der in dem anderen Bahnhof ist, gelöscht und der neue Zug fährt ein. So einfach funktioniert die S-Bahn. Und das Coole bei der S-Bahn ist, es ist eine Maglev-Bahn, habe ich schon gesagt, eine Magnetschwebebahn. Wir sehen nämlich hier, das ist das Schienendesign. Das ist nämlich einfach diese schwarze Schiene mit dem Docht in der Mitte. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und auf dieser Schiene schweben die Minecarts sozusagen. Das war auch die Idee bei der S-Bahn. Wir sehen mal, wie es funktioniert. Wir können uns mal in die S-Bahn reinsetzen. Und jetzt achtet mal unten auf Press L-Shift. Wir warten ein paar Sekunden, wenn wir uns reingehen und in die S-Bahn reinsetzen. Dann steht da Achtung, Abfahrt in 3, 2, 1 und Abfahrt. Zurückbleiben bitte und die S-Bahn fährt los. Und schwebt da vor sich hin. Und jetzt wird die gelöscht, weil ich einen Command-Block gemacht habe, der die S-Bahn löschen soll. Und sobald die S-Bahn abgefahren ist, fährt eine neue S-Bahn ein. Und pass auf, das System funktioniert so. Ich kann mich in der Nähe des Zuges aufhalten. Und ihr seht, die S-Bahn fährt dann ab, Abfahrt in 3, 2, 1. Achtung, zurückbleiben bitte. Und wenn ich jetzt den Zug verpasst habe, ist das gar nicht schlimm. Ich muss einfach ein paar Sekunden warten und es wird ein neuer Zug gespawnt. Es gibt leider einen kleinen Anzeigefehler von Minecraft. Das ist nicht so schön. Ähm, die Züge schweben jetzt ein bisschen stark, wie ihr gerade seht. Das ist leider ein Anzeigefehler. Hm, danke, Minecraft. Da kann ich gerade nichts gegen machen. Es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, wie wir diesen Fehler demnächst reparieren können. Ich habe sogar eine Idee. Diese S-Bahn ist noch nicht komplett fertig. Falls ihr sehen möchtet, wie diese S-Bahn gebaut wird, guckt in meine Livestreams. Diese S-Bahn baue ich nämlich live mit euch später natürlich das Einrichten und so werden wir den YouTube-Folk machen. Dieses Projekt hier die Redstone World findet sowohl in Livestream statt als auch in Folgen auf YouTube. Also ihr solltet beide Kanäle im Auge behalten. Ihr könnt mich ja kostenlos auf YouTube abonnieren und mir kostenlos auf Twitch folgen. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, das ist die S-Bahn. Ich finde das System richtig nice. Und nun kommen wir mal zu etwas Besonderem, was ich heute mit euch machen möchte. Und zwar, ich möchte gerne heute mit euch die U1 sprechen. Wie bitte? Hast du dich gerade versprochen, Josef? Sprechen? Hä? Ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ich möchte gerne Zugansagen machen. Es war zwar ähm, ursprünglich gedacht, dass das jemand anderes macht, aber ich hatte folgende Idee: dass jede U-Bahn oder jede Bahn in der Redstone World eine andere Stimme bekommt. Also was bedeutet Stimme? Stimme bedeutet ähm, ein paar Sachen, die eingesprochen werden. Und zwar der Stationsname soll eingesprochen werden. Das heißt, angenommen, ich sitze nun im Zug. Dann soll Folgendes passieren. Achtung. Na, also erstmal passiert nichts, erstmal passiert nichts, erstmal passiert nichts. Und jetzt kommt tudu, Park und Hotel. Also, so eine Ansage, die sagt, in welcher Station man ist, vielleicht noch mit so einem Blinken dran. Das fände ich auf jeden Fall ganz cool. Und wenn die U-Bahn dann losfährt, soll so ein zurückbleiben, bitte. Und dann fährt die U-Bahn los. So, und meine Idee ist, dass diese Ansage, und dann, ich will auf Linie U1, dass das dann quasi so vorgelesen wird. Also, dass wir ein paar Ansagen haben, die während der Fahrt in der U-Bahn stattfinden. Das ist ja machbar. Es gibt einen Befehl, mit dem man eine Ansage ab äh, wiedergeben kann. Und das wäre jetzt meine Idee gewesen, dass wir diese Ansagen heute mal aufnehmen. Und meine zweite Idee wäre gewesen, dass jede Bahn, sei es eine andere U-Bahn-Linie oder die S-Bahn, andere Synchronsprecher bekommt, die da hier synchron sprechen. Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass Spark of Phoenix eine, eine U-Bahn spricht. Vielleicht Janus eine U-Bahn spricht. Klüm wird bestimmt auch richtig gerne eine U-Bahn sprechen. Also Leute, mit denen ich hier auf YouTube arbeite oder die ihr auch vielleicht cool findet, von denen ihr auch Fans seid und sagt so, oh ja, yeah, das muss so sein. Ihr dürft gerne mal ein paar Leute in den Kommentaren vorschlagen. Und wir werden bald mal eine kleine Abstimmung machen, wer denn hier in Frage dafür kommt. Ich bin mal gespannt. So, wie funktioniert das Ganze? Wir benötigen dazu erstmal ein Programm, das sich überhaupt nicht in Minecraft, sondern außerhalb von Minecraft befindet, und zwar Audacity. Das ist unser wunderbares Programm, was wir hier nutzen wollen. Was wir hier machen müssen, ist Folgendes. Ja, wir haben jetzt schon hier quasi eine neue Spur angelegt. Das heißt, ich muss mal gucken, ob jetzt... Ich möchte, ich möchte jetzt mein rohes Mikrofon nehmen, alles klar. Test, 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 1, 2, 3. Mal gucken, was passiert. Ich muss mal gucken, ob ihr das jetzt auch in der Aufnahme hört. Test, 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 1, 2, 3. Jo, ihr hört das auch in der Aufnahme. Sehr gut. Ähm, hat ein bisschen was mit der Mischpult-Software zu tun, die ich hier verwendet habe. So, also das ist jetzt quasi mein, ähm, mein Aufnahmedings und damit können wir jetzt diese Spuren erstellen. Das wollte ich mit euch heute mal machen. Und zwar, gucken wir mal ganz kurz, wir befinden uns jetzt gerade bei der U-Bahn. Ähm, ich glaube, die Ansage, die als erstes kommt, ist zurückbleiben bitte. Finde ich gut. Achtung, dann zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. So, ich habe mal verschiedene Versionen gemacht und ich gucke mal, welche Version mir jetzt am besten gefällt. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Ich finde die Version bis jetzt am besten. Dann nehmen wir diese Version. Damit äh, alles gut geht, müsste ich die quasi normalisieren, die Version. Das können wir einmal machen, indem wir mittels eines Kompressors das ganze Ding verstärken und anschließend normalisieren. Zurückbleiben, bitte. Ja, das ist jetzt auf ein Lautstärkeniveau gebracht. Jetzt kommt die nächste Spur. Jetzt kommen nämlich die ganzen Stationsnamen. Und da müssen wir uns auch nochmal ganz kurz bewusst machen, ähm, was wir hier alles nehmen. Es wurden einige tolle Namen von euch vorgeschlagen. Haupthaus ist klar, Haupteingang ist klar, Park und Hotel ist klar. Hafenviertel soll diese Station heißen, habt ihr, gedacht, äh, habt ihr gesagt. Die Idee finde ich auch richtig gut, hier vielleicht so eine kleine Stadt zu errichten. Äh, das, das, die Idee finde ich, by the way, mega geil. Das gab nämlich auch von euch die Idee. Ja, macht doch hier eine kleine Stadt hin, ne? dass man quasi hier so ein paar Häuser macht und hier ein paar Häuser macht und so eine Straße, die hier runterführt direkt auf den Hafenbereich zu. Finde ich richtig klasse. Also tituliere ich jetzt diese Station offiziell mit dem Namen Hafenviertel. Hafenviertel. Hafenviertel? Hafenviertel. Hafenviertel. Viertel. Ich finde, ich finde, das klingt jetzt irgendwie seltsam, wenn ich das so ausspreche. Kann man, ist das denn tatsächlich so geschrieben? Beziehungsweise mit jedem Update mehr Leistung und Control interessiert mich nicht. Hafenviertel. Ist das tatsächlich ein Begriff? Ja, Hafenviertel. Hafenviertel in Münster. Mensch, Google, du weißt auch echt, wo ich wohne, oder? Oh. Ich wohne nicht in Sendenhorst. Nee, das üben wir noch mal. So. Für die, die es interessiert, ich wohne in einem Kuhdorf namens Ammelsbürren. In Münster. Es ist ein Vorort. Von einem Vorort von Münster. Aber egal. So. Ähm, dann Ansagen machen. Also fangen wir an mit der hinteren. Also wir machen jetzt einfach alle Ansagen. Aufnahme läuft. So, und dann schnipse ich immer, wenn ich etwas neu anspreche. Dann sehe ich das gleich. Ich gebe euch auch immer den Tipp, immer zu schnipsen. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Achtung, fertig, los. Hafenviertel. So, dann die zweite. Das wäre Haupthaus. Achtung, fertig. Haupthaus. Dann diese Station. Achtung. Haupteingang. Und die letzte Station. Park und Hotel. Jetzt ist die Frage Park und Hotel. Ja, Park und Hotel. Gut. Das Schnipsen hat für euch den Vorteil, dass ihr Sachen wiederfindet in der Aufnahme. Wir sehen nämlich immer, wo das Schnipsen ist. Aha, das hier ist also mein Haupteingang. Ne, Quatsch, mein Hafenviertel. <laughs> Dann ist das hier mein Haupthaus. Dann ist das hier mein Haupteingang. Und zu guter Letzt, Park und Hotel. Das kontrollieren wir natürlich mal. Gucken wir einmal ganz kurz, was wir hier haben. Das müsste jetzt Hafenviertel sein. Hafenviertel. Sehr schön. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir Haupthaus. Haupthaus, wunderbar. Hier haben wir Haupteingang. Haupteingang, wunderbar. Und hier haben wir Park und Hotel. Park und Hotel. Zurückbleiben. Oh ja, das also alle auf einmal ist auch ein bisschen lustig. So, dann natürlich die gleiche Sache, die wir auch hier gemacht haben. Einmal einen Kompressor auf die Sachen anwenden. So, wupp. Ah ne, falsche Taste gedrückt. Er ne? war das. So. Effekt, dann die Normalisierung. Ich drücke immer auf Steuerung R und wiederhole damit den Effekt. So, damit haben wir jetzt unsere ganzen Spuren erstellt. Jetzt ist so meine große, goldene Frage: Welchen Gong verwenden wir? Also, jetzt ist es natürlich eine große, schwierige Sache. Vor allem auch urheberrechtstechnisch kann ich jetzt nicht einfach was aus dem Internet nehmen, aber ich kann etwas sogenannt parodieren. Mit anderen Worten, ich habe die Möglichkeit wenn ich etwas bearbeite, es auf diesem Wege zu nutzen. Und ich möchte jetzt gerne mal gucken, es, es gibt ja verschiedene Gongs in Zügen. Und ihr kennt euch ja mit Zügen aus. Und hier, liebe Leute, an dieser Stelle gibt es eine kleine Hausaufgabe. Das bedeutet, den nächsten Part Redstone World werde ich auch nicht vorproduzieren. By the way, heute ist Samstag, der 25.05.2019, wo ich das aufnehme. Also das ist eine ganz, 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 ganz frische Folge Redstone World, die ihr heute zu Gesicht bekommt. So, ähm, Jetzt geht es darum, herauszufinden, welchen Gong wir nehmen. Oh wow, ihr habt heute zwei Aufgaben. Ihr sollt einmal schreiben, welche anderen Synchronsprecher hier für in Frage kommen und welchen Gong wir nehmen, Leute. Das müsst ihr dann bitte jetzt auch noch einmal mir ähm, mitteilen. So, es gibt ja verschiedene Gongs. Es gibt ja Berlin, S-Bahn, ähm, Abfahrt, Sound. das hier? Gucken, ich gehe mal hier in ein Video rein. Es gibt ja Leute, die... es gibt ja so Bahnenthusiasten, die filmen das. Das finde ich richtig cool. Da kann man nämlich jetzt, jetzt mal arbeiten. Mal gucken. U-Bahn schreibt es hier. Ich will jetzt auch nicht das ganze Video vorspielen. Hallo, kommt jetzt noch was? Ich habe eine... Genau, zurückbleiben bitte. Okay, nee, die, die machen nur, die machen nur, ich habe irgendeine U-Bahn, oh, Hilfe, Leute, ich brauche eure Hilfe, ich weiß, dass irgendeine Bahn in Berlin als Sound immer dieses da, da, da hatte, das, das hat mich immer übelst angekotzt, weil das der Anfang ist von Beethovens ähm, Eroica, vielleicht mal ganz kurz den Anfang, ihr müsst den Anfang einmal gehört haben. man das hören, das Thema gerade? Dieses da, 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 da. Also Beethoven, aber Beethovens Werke sind mittlerweile so alt. Ähm, die kann man ja verwenden. Die Frage ist nur, ob, äh, ob es erlaubt ist. Ah, wow, es gibt sogar den Film auf YouTube. Ob das legal ist, weiß ich nicht. Aber der Film, der ist übelst gut. Den solltet ihr mal gesehen haben. Äh, ich hatte den noch auf, also auf DVD, den Film. So, wie dem auch sei, es gibt da so viele verschiedene... Oh, pst, es gibt da viele verschiedene Sounds, die wir nehmen können. Um, vielen Dank an TheBahnFreak98, äh, dass du das alles auf jeden Fall gefilmt hast. Ich werde auf jeden Fall jetzt im Nachhinein des Videos mir privat mal so ein bisschen seine Videos angucken und gucken, ob ich den Sound dort finde. Und wenn ich den Sound gefunden habe, muss ich versuchen, diesen Sound nachzumachen. Das heißt, da nehme ich dann mein Programm, Logic oder was auch immer, ich gerade zur Hand habe, und versuche, diesen Sound zu rekonstruieren. Und dann können wir den auch verwenden. Das heißt, wenn ich den Sound selber gemacht habe, können wir den auch überrechtstechnisch verwenden. Liebe Leute, jetzt ist meine große Frage an euch, ähm meine große Frage an euch ist, welchen Sound nehmen wir für die Abfahrt der U-Bahn? Wir brauchen zwei Sounds, einmal zur Abfahrt, wenn die U-Bahn abfährt, und einmal ein Sound, wenn die U-Bahn einfährt, also beziehungsweise wenn eine Station angesagt wird. Da dürft ihr jetzt Beispiele vorschlagen. Bitte nicht links in die Videokommentare posten, die werden dann eventuell gelöscht. Ich bin gespannt auf, was ihr so kommen werdet und bedanke mich ganz herzlich bei euch und sage, liebe Leute, macht's gut, bis bald und ciao.